Hallo. Ja, es geht um diesen Pinsel. Ich habe ja in meinem letzten Haul, oder ist schon was her, ich kann euch das Haul mal in die Infobox verlinken, habe ich diesen Pinsel von Eblin und auch andere Pinsel mir zugelegt, die neuen von DM. Da hat mich eine Zuschauerin auf die Idee gebracht, doch mal einen quasi Live-Test wieder mit diesem Pinsel zu machen und ja quasi eine kleine Review abzugeben. Ich habe den jetzt ungefähr, ja, über eine Woche getestet, ja, und am Anfang habe ich den auch noch für Foundation benutzt, was mir allerdings sehr schnell, nicht aufgestoßen, aber doch ein bisschen, ja, genervt hat, war, ich kann euch das mal zum Vergleich zeigen, das ist mein Becky's Pinsel Buffer, der ist ja schon ein Ticken dicker, ja. Und man braucht einfach nicht so lange, weil gerade morgens muss es schnell gehen, da macht man hier, ne, braucht man am besten viel Fläche, vor allem der, wenn man da so drauf drückt, der wird noch größer und der bleibt einfach so klein und da ist halt nicht so viel Widerstand. Also man muss wirklich, boah, ganz lange muss man halt im Gesicht rumrühren und ja, ist halt für kleine Stellen besser geeignet als für das komplette Gesicht, finde ich. Weil es tut auch so ein bisschen weh, wenn man das ganze Gesicht damit macht, weil der halt wirklich relativ hart ist. Und aber den Preis von 3,95 ist der auf jeden Fall wert, weil so einen guten wie heißt es hier, Concealer-Pinsel ist natürlich optimal dafür. Ich kann auch, habe ich mir gerade nämlich überlegt, ich hätte euch auch mal zeigen können, wie man zum Beispiel Creme Rouge, ob der auch sich für Creme Rouge eignet. Habe ich nämlich noch nicht probiert. Der ist jetzt, wie ihr oben sehen könnt, ist der nur mit Foundation getränkt. Und da habe ich mir gedacht, ich könnte euch ja mal, wir könnten ja mal zusammen testen, ob denn der gut für Creme Rouge ist. So, dann nehmen wir doch hier das von, was ist das hier? Genau, Max Factor Soft Copper. Das ist ein total schöner Frühlingston. So ein orangefarbiges. Und ja, da gehen wir einfach jetzt mal mit dem Pinsel so ein bisschen rein. Und dann könnt ihr das auf eure Wänkchen aufstreichen. Lässt sich allerdings auch schwer verblenden, merke ich gerade. Aber finde ich schon auf jeden Fall besser als für Foundation. Ja, doch. So als Stippling Brush finde ich den echt nicht schlecht. Also wie gesagt, sieht man es. Als Concealer-Pinsel und als Rouge, Flüssig-Rouge, also Creme-Rouge-Pinsel, Stippling Brush, ist der nicht schlecht. Aber für Foundation würde ich ihn jetzt nicht empfehlen. Aber wie gesagt, 3,95 für einen guten Concealer oder Creme Rouge Pinsel finde ich voll und ganz in Ordnung. Ja, das wollte ich euch nur sagen. Ich hänge jetzt danach, hänge ich noch das Video dran, wie ich mein Make-up damit aufgetragen habe. Und dann könnt ihr euch das mal anschauen und vielleicht sehen wir uns ja bald wieder. Das war nur eine ganz kurze, knackige Review zu diesem Pinsel. Das wollte man hören. So kurz und knackig gesagt, was ich von diesem Pinsel im Moment noch halte. Habe die meisten Reviews, also beziehungsweise wie der Pinsel gebunden ist und weiß ich nicht was, kann man ja bei ganz vielen anderen YouTubern sehen. Ich wollte jetzt einfach nur meine Erfahrung damit zeigen und wie ich den so finde, ne? Und ich hoffe, das habe ich damit getan und ich hoffe, wir sehen uns ganz bald wieder und bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Diese Nivea BB Cream, die habe ich mal von der Diana 0380 zugeschickt bekommen. Und die teste ich jetzt. Dafür tue ich mir hier etwas auf die Hand. So auf den Handrücken. Tupfe den Pinsel so ein wenig da rein. Und dann geht's los. Also, leider nimmt der Pinsel sehr viel Produkt, sorgt er auf, sodass man, sodass dieser große Klecks, den ich eigentlich genommen habe am Anfang, nicht wirklich ausreichen wird. Und der ist auch sehr hart. Also so, man muss schon gut Widerstand, also gut Druck anwenden, um das zu verteilen. Das tut ein bisschen weh, wenn Becky's Buffer gewohnt ist.
kleine Größe ermöglicht natürlich einen super Auftrag oben am Ansatz. Da habe ich natürlich auch keine Probleme mit Beckys Buffer. Aber das ist natürlich von Vorteil. Aber ich habe das Gefühl, ich werde nie fertig mit diesem kleinen Pinsel. Vor allen Dingen wegen diesem Nullwiderstand, den der ja hat. Dauert das auch relativ lang. Unterm Auge perfekt. Darum nehme ich den auch lieber als Concealer-Pinsel. So, das war jetzt der Auftrag von dem Evelyn-Pinsel für das Make-up bzw. für die BB-Cream. Und tragen wir den Concealer auch mit diesem Pinsel auf. Da nehme ich den Catrice Camouflage, die ja total gehypt ist. Ich habe sie noch nie probiert. Das ist jetzt mein erstes Mal und da habe ich die Farbe 020 Light Beige. Ich glaube, das ist die zweite Nuance. Da gehe ich allerdings mit dem Finger rein. Gib mir das so unter die Augen. Nur so tupfend. Auch hier, weil ich habe hier immer so bläuliche Schatten. Ihr seht jetzt, hier habe ich den aufgetragen. Und da gehe ich dann mit dem Pinsel hin und verstreiche das schön. Auch hier runter. Also schön verblenden, damit auch keine Ränder zu sehen sind. Dafür ist er nämlich sehr gut geeignet, wie ihr seht. Also es passt perfekt unter das Auge. Und der Druck, den man dadurch ausübt, ist auch gut. Weil man muss ja auch normalerweise Concealer mit so klopfenden Bewegungen einarbeiten. Zumindest unterm Auge. Dann nehmen wir doch, ich gehe einfach jetzt auch mal so damit da rein, weil ich habe gerade gesehen, das ist natürlich auch die perfekte Größe dafür. Also auch ein wenig. Und wenn ihr noch rote Stellen habt, könnt ihr die natürlich auch noch ausgleichen. Oder Pickelmerkmale oder sowas. Dafür finde ich nämlich gar nicht so schlecht. Okay, den Concealer habe ich bisher noch nicht ausprobiert. Ich hatte bisher immer flüssigen. Aber nicht schlecht.